Ja, hallo und guten Morgen an diesem Freitag zum Freitalk. Guten Morgen, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Hallo Marvin, wie geht's dir? Soweit ganz gut, ja. Fast Wochenende, es könnte nicht besser sein. Ja, ich springe nochmal ein bisschen zurück an dem Wochenende, was hinter uns liegt. War Super Bowl, hast du den geschaut? Die Werbung, ja. Die Werbung. Aber nicht nachts das lineare Fernsehen angemacht. Nee. Ich kapiere nicht mal, wie das Football funktioniert. Deswegen ist es zwar immer so ein Happening jedes Jahr, aber ich gucke mir dann immer die Pre-Show an. Die haben uns ja hier zusammen angeguckt dann. Und die Werbespots dazwischen. Du meinst die, nicht die Pre-Show, sondern die Zwischenshow. Ich dachte immer, es gibt eine Pre-Show auch noch. Halftime-Show meinst du? Ja, die Halftime-Show. Die After-Show. Wie auch immer. Gab es einen Werbespot, der dir besonders gut gefallen hat? Oh ja. Der eine mit dem Breaking Bad-Schauspieler, der hat, ich weiß nicht, was Doritos? Mountain Dew. Ja. Dieses Mountain Dew Sugar Free, genau. Das war so ein Shining Remake. Da ist er quasi in alle Situationen auch in die Rolle der zwei Mädchen geschlüpft, der Walter White. Ja, schaut euch den an, das ist sehr, sehr amüsant gewesen. Oh ja. Für die Leute, die auch den Film kennen und so ein bisschen das Universum von Stanley Kubrick da drumherum, sehr gut gemacht. Also wir haben hier sehr viel gelacht. Ja. Und ich fand noch diese eine, nicht von Doritos, sondern so ein anderer Chips-Hersteller, der jetzt auch so Popcorn oder sowas rausgebracht hat. Ich meine, das war Doritos. Nee, das war nicht Doritos. Doritos waren die beiden im Western. Ja, stimmt. Nee, wie heißt das denn? Wo man diese Finger kriegt. Genau, diese gelben Finger. Der war auf jeden Fall. Cheetos. Cheetos. Jetzt fällt mir der Name ein. Cheetos heißen die. Aber ist ja auch egal. Jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch. Ich wollte noch irgendwas. Ach ja, genau. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen, Marvin, zu unserer ersten Folge. Die einen haben gesagt, sie wollen mehr Technik hören. Haben sich gefreut, dass du so ein bisschen hier über dieses technische Setup geredet hast. Und andere haben wiederum gesagt, ja, diese Technik interessiert mich eigentlich gar nicht. Mir geht es so um euren Alltag oder auch um Emma. Und die waren ein bisschen traurig, dass wir das relativ schnell abgehandelt haben, das Thema. Und ja, dann war es auch relativ schnell vorbei. Das liegt daran, dass man irgendwie, ja, wenn man nicht strukturiert ist, relativ schnell die Themen wechselt. Und dann ist das eine Thema vorbei und denkt gar nicht drüber nach. Scheiße, da hätte man jetzt länger drüber reden müssen. Oder wie geht's dir da? Also, ja, genau. Einmal das. Man steckt ja halt so in dem Thema drin, dass man, ja, wenn niemand einem gegenüber sitzt und so Nachfragen stellt, da relativ schnell drüber geredet hat, wie du eben gesagt hast. Und dann haben wir ja gesagt, wir wollen das Format jetzt erstmal auf eine halbe Stunde begrenzen, weil wir jetzt beide nicht so die Profisprecher sind und uns ja einfach unglaublich viel unterhalten und es jetzt nicht so leicht ist, da jedes Mal Themen sich aus dem Ärmel zu schütteln, über die wir noch nicht geredet haben, sodass das dann total gestellt klingt. Das habe ich auch als Feedback bekommen. Feedback, dass die halbe Stunde perfekt ist, weil man hat genau die Autofahrt dann zur Verfügung, die man so zur Arbeit braucht, weil der normale Pendler ungefähr so 20 Kilometer zur Arbeit hat. Der normale Pendler. Der unnormale, dann weniger oder mehr. Genau, ja. Und deswegen ist eine halbe Stunde eigentlich so super, würde ich mal sagen. Für den Anfang. Ich weiß nicht, vielleicht geht ihr auch zu schnell rum oder vielleicht langweilen wir euch auch. Wer weiß. Ja, aber wenn die Leute sich langweilen, dann können sie ja einfach ausschalten. Ja. Das hat doch der Löwenzahn-Typ immer, Peter Lustig hat das doch immer gesagt. Hey, ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Jetzt aber abschalten. War, glaube ich, so ein bisschen sein Markenzeichen. Das ist so wie das. Nein, du legst zuerst auf. Ja. Du legst zuerst auf. Da gibt es im Film und dann, Hallo? Die Simpsons. Hallo? Kennst du diese Szene, wo die da die NSA so ein bisschen verarschen? Und du hast dann dieses riesige Büro, wo dann Tausende von Leute sitzen und Gespräche abhören. Und dann hört man das so, diese Gespräche, wo so eine Dame so Pizza bestellt. Ich nehme die, keine Ahnung, Solomio, ich weiß einfach noch nicht, ob ich bereit für eine neue Beziehung bin und so. Und eine dann, ein Gespräch ist, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Nein, du legst zuerst auf. Okay, Glück. Sie hat aufgelegt. Ja, genau. Ja. Das ist so ein Running Gag irgendwie. Ich weiß nicht, ob das im Real Life auch so stattfindet. Oder ist nur so ein Film,
Ich glaube, also bei meinen ersten Beziehungen als Teenager, das war dann auch so. Ja? Ja, dass man irgendwie kein Ende gefunden hat beim Telefonieren. Ich fand das aber irgendwann super nervig. Also ich bin jemand, ich telefoniere nicht gerne. Aber du chattest doch auch nicht gerne, oder? Nein, das ist okay. Also du diktierst zumindest immer in, du fragst Siri, was sie schreiben soll. Und dann schreibt sie irgendwelche komischen Dinge. Ja, ich diktiere immer, genau. Ja. Ja. Und dann wird es manchmal sehr lustig. Du bist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der diese Diktierfunktion so intensiv nutzt. Mein Schwiegervater auch. Aber nur, weil ich sie ihm gezeigt habe. Und er hat schon diesen Bedienungshilfe, wo alles ganz, ganz groß ist, Modus an. Und, aber trotzdem, glaube ich, nicht immer seine Lesebrille. Auch. Ja. Auf. Die Schrift so groß, ja, genau. Am iPhone, wie es nicht mehr geht. Ich finde es super praktisch. Und ich bevorzuge immer noch so ein Gespräch vis-à-vis mehr als ein Telefonat. Klar, manchmal geht es nicht anders, wenn du mit einem Kunden telefonierst oder so, aber auch privat. Ich glaube, ich bin da ein bisschen eigen. Auch ich gratuliere auch super ungern zum Geburtstag über Chat oder Telefonat oder so. Ja, ist ich, persönlicher. Mach dann lieber alles Gute nachträglich, aber dann halt persönlich. Ja. Ja, es geht mir auch immer auf den Sack, die ganzen E-Mails hin und her. Das ist eigentlich, ja, das sagt eigentlich jeder, besser mal angerufen, dann kann man das Thema schneller klären, als 10 E-Mails hin und her zu schreiben. Wie genau. Die eine Verkettung von unserem einen Kunden. Wie war das, Stille Post? Darf man das hier erzählen? Ich weiß es nicht. Wir müssen ja keine Namen nennen. Auf jeden Fall, es ging darum, ich bin im Urlaub in einem Projektzeitraum, der angefragt war. Und die Agentur hat dann intern Kommunikation weitergegeben. Funktioniert nicht, weil irgendjemand nicht da ist. Und in der Agentur wurde dann weitergegeben an den Kunden, ja, das Projekt kann in dem Zeitraum nicht stattfinden, weil das Kamerateam oder so auch in einem anderen Projekt involviert Projekt ist. Genau. Genau, der Chef muss schief. Ja, das ist das andere Projekt. Ja, und das hat dann 4 Tage gedauert, bis die E-Mail-Verkettung, also über 4 Personen zum Endkunden dann gelangt ist. Ja. Und ja, die Information hat mit der eigentlichen Anfänglichen nichts mehr zu tun. Auf der anderen Seite ist es manchmal, also ist es Fluch und Segen, finde ich. Klar dauert diese Kommunikation ewig und die einen oder anderen von euch da draußen, die vielleicht auch selbstständig sind oder in Agenturen oder Filmbutzen arbeiten und mit anderen Firmen noch zusammenarbeiten, die kennen das, dieses, da muss ich jetzt erstmal eine E-Mail schreiben und dann dauert das, diese Prozesse sind unglaublich langwierig. Und man hat aber auch immer was Schriftliches, das ist ja, auch ganz genau. Gut. Ja, genau. Und jemand anderes liest nochmal drüber. Also wenn du jetzt einem Kunden direkt eine E-Mail schreibst, dann ist die E-Mail direkt da. Und ob jetzt der Wortlaut so gut war oder das entsprechend verständlich formuliert war oder nicht, das kann ja auch das Erklären von irgendwelchen Sachverhalten sein. Deswegen ist es manchmal, finde ich, ganz gut, dass da nochmal so eine Art Mittelsmann dazwischen ist, der dann nochmal drüber liest und sagt, sende ich jetzt nicht einfach so weiter, sondern ich schreibe es nochmal um, dann checkt der Kunde das vielleicht auch besser, weil das vielleicht ein bisschen zu nerdig gesprochen war, also ein bisschen zu tief in der Materie, was jetzt Schnitt zum Beispiel angeht. Ja, es ist auch, manche Leute übertreiben es dann mit der Länge einer E-Mail. Also ja, oder untertreiben. Also ich schreibe auch mit einem lieben Freund und Agenturchef sehr kurze E-Mails hin und her. Das könnte man auch auf WhatsApp oder iMessage oder so. Wenn ich das lese als Außenstehende, der in der Beziehung nicht so stark drin ist, denke immer, die beleidigen sich oder die sind unfreundlich gegenüber, weil man deren Beziehung nicht irgendwie zueinander kennt. Ja, genau. Ja. Da ist ganz viel Interpretationsspielraum. Ja. Ja, Stefan, falls du das hörst, du bist gemeint. Ich nenne jetzt keine Nachnamen. Ja, nochmal zurück zum Thema Feedback. Ich habe auch die Anmerkung bekommen, dass wir mehr über Technik wieder bei meinem Sprachfehler. An dieser Stelle sei Marvins Sprachfehler zu erwähnen. Marvin, sag mal Kirche. Kirche. Und wie heißt die Frucht? Kirsche. Also Kirsche. Kirsche. Kirche ja, und ich versuche mich dann immer zu konzentrieren und dann verkacke ich es doch. Ich glaube, daran liegt das, dass du versuchst, das richtig zu machen und dann verkrampft man sich aber so, dass man dann anfängt und noch vorreden. Ja, also zum Thema Feedback. Ich finde, wir sollten ein Hybrid wirklich aus Persönlichem und so Agenturs- und Technikzeug reden, denn jetzt habe ich den Faden verloren.
Denn als Feedback wurde dir angetragen. Ja, scheiße, jetzt bin ich raus. Was stand denn da? Marvin guckt auf seinen Spickzettel. Wir haben uns beide so Zettelchen vorbereitet und wir haben die uns nicht gegenseitig gezeigt, damit wir... Ja, also ich fange mit einem Beispiel an. Ich höre oft Podcasts wirklich und wenn ich die Leute nicht kenne, dann interessiert mich auch nichts aus deren Saufgeschichten von am letzten Wochenende. Dann gucke ich mit oder höre ich mir den Podcast eher an, um die Themen zu verstehen und um da einen Mehrwert rauszuziehen. Aber wenn ich die Leute kenne, dann interessiert mich da mehr das Persönliche, wie jetzt ja, bei den ganzen Podcasts aus dem Medienbereich von den Leuten, die man kennt. Ja. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die uns hören, uns auch so ein bisschen kennenlernen. Genau. Oder, nur über Technik reden. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand den Podcast auf Spotify findet und dann liest Webserien und dann hört er sich den an und dann redet man nur drei Minuten über Webserien und der Rest ist Schlons, dann ist es kein Mehrwert für die. Deswegen, ja, das stimmt. Dass man nur halt mal dran denkt, auch dann mehr Inhalt zu liefern. Okay, dann sorgen wir doch dafür, dass die Leute uns ein bisschen besser kennenlernen. Das steht nämlich hier als nächster Punkt nach den Super Bowl Ads auf meiner Liste, nämlich die Vorstellung, Marvin. Wir können das jetzt ja auch ganz so machen wie andere Podcasts, indem ich dir einfach so ein paar Fragen stelle. Oh Gott. Okay, was ist deine Lieblingstechnik? Meine Lieblingstechnik? Sollte man nicht eher mal so anfangen, wer man ist? Nein. Was ist deine Lieblingstechnik? Das interessiert die Leute doch nicht. Wir sollen über Technik reden, jetzt reden wir über Technik. Marvin, was ist deine Lieblingstechnik? Puh, ja, kommt darauf an, wenn es im Privatbereich ist, dann... Meine Lieblingstechnik beim Sex ist... Ja, viel Apple-Zeug. Ich bin irgendwie ein Apple-Freak. Und ja, okay, ich grenze das mal ein bisschen ein. Im Foto- und Filmbereich, so. Was ist dein Lieblingstechnikstück? Ist das jetzt irgendwie eine spezielle Kamera? Ja, eigentlich oder? Das MacBook, weil es nee, weil man damit alles machen kann. Man kann damit E-Mails schreiben, schneiden, überall mit hinnehmen. Das Schneideunterlage verwenden. Das Allround-Werkzeug für den Alltag. Und kameramäßig, wenn man jetzt darauf begrenzt, die Red. Warum? Wobei die EOS R mittlerweile auch ein super Spielzeug ist, wegen dem Autofokus. Ja, das haben wir jetzt letztens bei einer Eventgeschichte eingesetzt, wo wir auch live geschnitten haben, um den Film dann später der Veranstaltung nochmal, also am Ende der Veranstaltung zu präsentieren. Und da hat der Julius, ein befreundeter Kameramann, das erste Mal die Kamera in der Hand gehabt und war total begeistert, wie schnell man eigentlich, jemanden scharf stellen kann. Also zum Beispiel Redner, die immer von der Bühne von hinten nach vorne laufen. Das war immer ein Hassel, da die Schärfe zu finden. Aber mit der EOS R, Hashtag keine Werbung, konnte man da einfach draufhalten. Und er hat das von sich aus gelöst, also scharf gestellt. Die Sony hat das ja auch. Aber warum machst du die Sony nicht so? Weil die so zu klein ist und ich mit Canon aufgewachsen bin. Ja. Und Sony hat ein scheiß Menü. Ja, das stimmt. Das geht mir genau. Und spätestens jetzt haben wir schon wieder die Zuschauer verloren, die nicht aus dem Medienbereich kommen. Ja. Deswegen ist die Frage, ob wir da... Ja, eigentlich müsste man dann auch weiterreden. Was ist denn deine Lieblingstechnik, Jonas? Die Leica M. Wieso? Oder MP oder ja, wenn man das genau nehmen möchte. Weil es das war so immer ein bisschen Prestige. Man muss dazu sagen, ich bin, was so Doku-Geschichten angeht, bin ich ja komplett vor einem halben, bisschen mehr als einem halben Jahr umgestiegen. Ich habe so einen ganzen Tag, glaube ich, eine Hochzeit fotografiert und am nächsten Tag eine Veranstaltungsdoku und lag abends im Bett. Mir hat der Nacken wehgetan und der Rücken, weil ich immer zwei DSLRs umhängen hatte. Eins mit irgendeiner Standard 2470 und das andere mit so einer langen Tüte. Lange Tüte heißt, also... Die lange Tüte, da gibt es nichts zu erklären. Ein Zoom-Objektiv, was... jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ein Teleobjektiv. Ein Teleobjektiv, danke.
Das 70-200 von Canon, so ein weißer Klopper mit einer Blende von 2,8. Das heißt also die ich sag mal, größte Version in diesem Brennweitenbereich und auch die schwerste damit. Und wenn du da halt so einen 16-18-Stunden-Tag rumrennst mit auf der einen Schulter die eine, auf der anderen Schulter die andere, jetzt werden vielleicht ein paar Leute von euch sagen, ja, aber es gibt auch so ganz tolle Gurtsysteme von Sunsniper und so, da war ich noch nie so ein Fan von. Manchmal mache ich aber einfach die so ein Gurte ab. Honk. Ja, wie so ein Pressefotograf. Nichts gegen Pressefotografen, aber wenn du eine Hochzeit fotografierst und wenn du als Brautpaar viel Geld ausgibst für einen Hochzeitsfotograf, dann willst du nicht, dass der aussieht wie ein Pressefotograf. Ja, wobei, das ist jetzt wieder rumgehate und ich glaube, ja, wir haben uns jetzt gerade keine Freunde gemacht. Gehate sorry nicht dafür. Naja, auf jeden Fall lag ich dann abends im Bett und hatte gar keinen Bock mehr auf diese ganze Chose und habe gesagt, ich höre auf zu fotografieren, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, woran liegt es denn? Und habe gemerkt, dass wenn ich mit meiner alten Leica M9 fotografiere, dann bin ich glücklich. Das macht mir Spaß. Ja, und du brauchst keinen Sex, du brauchst eine Leica. Dann bin ich glücklich. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann so noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was das denn, woran das denn liegt. Und es ist halt auch einfach so ein bisschen mit der Reduzierung. Klar ist man mit kleinerem Equipment, kleinerem Besteck unterwegs und man wird auch nicht so wahrgenommen als der Fotograf. Nur das Problem bei der Leica M9 ist halt, dass also für den Hochzeitsbereich würde ich sie nur bedingt einsetzen oder für den Reportagebereich generell, weil sie halt eben enorme Probleme hat bei geringem Licht. Und dann habe ich geupgradet und habe eine M10P, das ist das neueste Modell von Leica aus dieser Serie, gekauft und bin unglaublich glücklich. Die haben noch so ein paar Knöpfe weggelassen. Das ist genau meine Kamera. Okay. Deswegen ist das stellvertretend für meinen Lebensretter im Bereich der Fotografie. Und ich habe schon unglaublich viele Reportagen damit fotografiert und man hat keine Rückenschmerzen mehr, weil man keine schwere Technik. Kostet aber auch einiges. Ja, das muss man dazu sagen. Das ist die andere Frage. Ist das das wert, das zu kaufen? Das muss ja jeder im Prinzip für sich selbst entscheiden. Man kann in dieses Leica-Universum ja auch gebraucht und günstiger einsteigen. So habe ich das ja auch gemacht. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge. Für die Mega-Nerd-Folge. Ja, nee, ich glaube, jetzt nicht Kamera, sondern ist es mir wert? Ist es ein Produkt das wert oder ist es einem das Produkt wert? Ja, es ist die Ansichtssache. Ja, macht man damit genug Umsatz, um die Kamera irgendwann zu refinanzieren oder ist da auch ein bisschen Investition von sich notwendig? Das auf jeden Fall, aber mir ging es auch irgendwie so ein bisschen um meine Gesundheit. Also ich habe gerne das Geld ausgegeben für keine Rückenschmerzen mehr nach einem langen Arbeitstag im Bereich der Fotografie. Okay, jetzt haben wir das Lieblingstechnikstück geklärt. Ja, ich hatte auch schon die nächste Frage an dich. Du hast jetzt erzählt, du bist Doku-Fotograf, Hochzeitsfotograf. Was machst du denn noch so? Weil das sind ja nicht deine Kerngeschäfte, oder? Meine Kerngeschäfte, da spricht dann der Wirtschafts-Marvin. ich würde sagen, ich bin die kreativ treibende Kraft hier bei Freiraum. Und im Bereich Film, wenn wir drehen, mache ich meistens Regie. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Menschen vor der Kamera und mit den Menschen hinter der Kamera und schaue, dass das irgendwie harmoniert. Auf die Fresse kriegt. Ja, genau. Und übersetze da so ein bisschen. Lustige Side-Story. Als die Jules hier angefangen hat, hat sie direkt den hysterischen Jonas kennengelernt bei irgendeinem Dreh. Und dann wusste sie, sie muss immer schwarzen Tee am Set bereithalten, dass der Jonas in Zügel gehalten wird. Ich weiß gar nicht mehr, bei was für einem Dreh das war, aber ich frühstücke in der Regel nicht. Ich trinke einfach ein bisschen schwarzen Tee mit Milch. Und ich glaube, jeder, der gerne frühstückt und dann aber ungefrühstückt zum Set kommt, der wird das nachvollziehen. Oder zur Arbeit geht. Oder zur Arbeit geht, ja. Genau. also ich bin so ein bisschen der kreative Part, der sich mit dem Mensch oder mit den Objekten vor der Kamera beschäftigt.
Und der versucht so dieses Große und Ganze zusammenzuhalten und zu sehen und dann da so ein bisschen der, das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber so ein bisschen der Visionärsgeber zu sein. Ich kann natürlich auch Schnitt und Animation und diese ganze Chose und das mache ich auch, das gehört mit zum Tagesgeschäft bei uns. Da sind wir ja beide ganz gut aufgestellt und dann halt eben noch der große Bereich Fotografie, habe ich ja gerade schon gesagt. Egal, ob jetzt im Studio oder eben dokumentarisch. Und die Hochzeiten sind so ein bisschen der Ausgleich zu dem zu der Studioarbeit, weil das ist dann doch sehr kundengesteuert und vorgegeben alles. Und da fehlen oftmals so ein bisschen die Emotionen, wie ich finde. Und ja. Hochzeit ist so das komplette Gegenteil, da hast du nur Emotionen. Genau. Habe ich was vergessen, Marvin? Film, Fotografie, dann halt diese ganzen Postproduktionsschose. Nö, also ja, ich denke mal, um das zusammenzufassen, über die, also die Firma von uns ist, glaube ich, so ganz gut aufgestellt. Also warum, also wir sind deswegen so gewachsen, weil wir so viel anbieten können. Und weil wir uns ganz gut ergänzen. Weil wir so, genau, uns jetzt ergänzen. Jetzt musst du aber ja. auch dazu erzählen, was du denn machst hier. Ja, ich bin der Gegenpart vom Jonas. Das, was mir an Kreativität fehlt, mache ich in Wirtschaftlichkeit wett. Das bedeutet, ich gucke, dass die Firma hier finanziell am Laufen gehalten wird und bin aber auch so aufgestellt, dass ich viel Kamera mache, wenn wir Drehs haben, aber auch Schnitt ganz stark und halt auch Animation. Da decken wir uns also nicht gegenseitig ab, das machen wir beide zusammen ganz gut. Und ich bin aber nur im Filmbereich und nicht im Fotobereich. Ja, Marvin, damit habe ich nichts am Hut. Ja, und dann, wo wir gerade dabei sind, kann man ja nochmal kurz erzählen. Wir haben hier in der Regel 1 bis 2 Praktikanten oder Werkstudenten rumsitzen. Wer das hier hört und vielleicht noch auf der Suche nach einem Praktikumsplatz ist, kann sich gerne bei uns bewerben. Die E-Mail-Adresse nennen wir jetzt hier nicht, die kann man schon irgendwie selbst rausfinden. Und dann haben wir noch eine nette Dame aus der Buchhaltung, die bei uns aufräumt hinter uns beiden. Und wir arbeiten halt größtenteils mit freien Mitarbeitern, die wir uns dazu buchen pro Projekt. Macht auch am meisten Sinn in der Filmbranche. Das erzähle ich auch den Kunden immer ganz gern. Die fragen ja, wie viele Leute seid ihr und wieso macht ihr alles mit freien Mitarbeitern? Das liegt halt einfach daran, dass jeder das Projekt irgendwie andere Anforderungen hat und man dann dafür keinen Cutter braucht und der ist dann nur 5 Tage im Monat beschäftigt und man braucht aber eher einen Kameramann, dann kann der andere das aber nicht abdecken und deswegen sich da auch nichts ans Bein zu binden, nutzt in der Film- und Fotobranche halt der Freelancer ganz viel. Ja, vor allem ist es einfach beliebig schnell skalierbar. Genau, ja. Und für die Berufseinsteiger unter euch, versucht euch, soweit es geht, breit aufzustellen am Anfang. Das ist nämlich ein Tipp, den wir unseren ganzen Leuten immer mit auf den Weg geben, weil wenn man sich zu stark spezialisiert, ist man, glaube ich, zu festgefahren und kann nicht so viel abdecken am Anfang, wenn man auf Jobsuche geht. Ja, genau. Und da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen, denke ich, über so Tipps für den Berufseinstieg. Okay, jetzt haben wir noch ungefähr 5 Minuten oder ein bisschen mehr. Wollen wir noch über die Webserie reden oder wollen wir noch über Drift reden? Das beides. 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 Wir versuchen das Thema Drift klein zu halten. Wir hatten es ja letztes Mal schon angeteasert, dass der Jonas da hingefahren ist, um die zu holen, die Autos. Erzähl mal, wie ist es? Ja, wir haben die ausprobiert und es ist ziemlich cool. Jetzt fehlt mir mein Button und es ist mega geil. Warum? Ja, wir haben die hier ausprobiert und das ist halt wirklich so wie in echt Rennen fahren oder driften. Ich bin sehr, sehr begeistert, wie
detailgetreu, die das umgesetzt haben. Ja, du hast es ja auch schon aufgeschraubt direkt am Anfang und ja, mir angeguckt, diese ganzen, da sind unglaublich viele Sensoren drin verbaut und das ist echt krass. Kein Wunder, dass sie so einen Innovationspreis gewonnen haben. Und es bockt unglaublich, hier Rennen zu fahren und sich gegenseitig fertig zu machen. Vielleicht musst du nochmal erklären, um was es überhaupt geht. Genau, Drift, das sind so kleine, mit dem Smartphone ferngesteuerte Rennwagen, die jetzt nicht mega schnell fahren, aber dafür halt, das ist eine Fahrsimulation, die wieder in die echte Welt gebracht wurde und von der Fahrdynamik her sich genauso wie ein echtes Auto verhalten. Bremsweg und Federung. Und Anfahrt und so weiter. Und wie die Autos dann ausbrechen. Man kann das auch virtuell tunen. Das ist auch ganz cool. Muss man sich so Punkte erspielen. Man kann es auch kaufen. Ja, wenn man nicht so geübt ist wie wir, dann dauert das ziemlich lang. Aber es ist, muss man dazu sagen, es ist kein Spielzeug. Also es ist wirklich, ich würde es irgendwie im Modellbaubereich einsiedeln. Denn man muss sich intensiv mit der Materie beschäftigen, um es zu steuern, aber auch um es zu warten. Also wenn du das irgendwie auf einem normalen Boden fährst, auf einem normalen Hartboden, dann setzen sich da auch irgendwann Härchen und Fussel rein und so. Und man muss halt schon irgendwie so ein bisschen technisch avisiert sein, um das dann aufzuschrauben und zu reinigen. Man kriegt auch für alles Ersatzteile. Das spricht auch nochmal dafür, dass wir uns hier im Modellbaubereich bewegen und nicht irgendwie im Spielzeugbereich. Denn wenn man mit dem Anspruch rangeht, das Ding zu kaufen und sich dann nicht weiter damit zu beschäftigen, sondern es einfach nur fahren zu wollen, dann ist man da meiner Meinung nach falsch beraten. Denn dafür muss man sich zu sehr damit auseinandersetzen. Ja. Sowohl was das Erlernen angeht, um das Ding zu steuern, als auch die, ich nenne es mal Wartung von den Gerätschaften. Ja. Aber wenn man sich mal drauf eingelassen hat und für sich klar ist, hey, das ist was zum dran rumbasteln und schrauben. Es gibt auch Leute, die bauen sich neue Karossen da drauf und so. Dann macht das unglaublich Spaß, finde ich. Ja, und, das stimmt. Genau. Nur meins ist schon kaputt gegangen am ersten Tag. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ich glaube, das reicht. Mehr brauchen wir nicht über Drift. Ja, wenn es euch interessiert, guckt mal auf Drift von Sturmkind auf der Website und kauft euch da so ein Auto. Macht mehr Spaß, wenn man das mit mehreren Personen macht. Gibt es auch eine recht große Community. Also gibt dann immer in irgendwelchen Bezirken Treffen und so. Stimmt, also, der Andi hat uns in eine Facebook-Gruppe eingeladen. Ja, also ich habe dafür keine Zeit, glaube ich. Aber wir haben ja hier im Gebäude genug Leute, die jetzt so ein Autochen haben. Machen unsere eigene Community auf. Ja, und fahren dann gegen den Andi und den Julius. Genau, die platt. Also Andi und Julius, falls ihr das hört, wir sind fleißig am Üben, um euch dann herauszufordern. Okay, dann reicht das über Drift. Wir haben nachher noch ein Meeting zum Thema Emma. Ja. Erzähl doch mal, was hat es mit diesen Meetings auf sich? Du hast vor einem, ich habe mir den Podcast, die letzte Folge auch angehört und ich sage, im Vergleich zu auf der Bühne, wenn ich jetzt irgendwie als Sprecher irgendwo bin. Das machst du auch noch. Ja, guck, ich sage viel zu oft M beim Podcast. Ja. Das ist interessant, ja, weil wenn ich Vorträge halte, dann sage ich gar kein M. Dann mache ich einfach nur Sprechpausen. Und das ist mir aufgefallen, dass ich. Ist mir nicht aufgefallen. Mir aber schon. Das muss ich mir abgewöhnen, das beim Podcast, oder muss ich darauf achten. Da wäre doch mal interessant herauszufinden, was da der Unterschied ist. Ja, vielleicht liegt es daran, dass wenn ich zu mehreren Personen spreche, also in der Regel gibt es ja ein größeres Publikum. Dann konzentrierst du dich mehr, als nur mit mir zu sprechen. Ja, genau. Das ist sehr gut möglich. Naja, Thema Webserie. Genau, Thema Emma. Wir, guck schon wieder. Wir treffen uns mit, wir treffen uns mit Kono. Ein- bis zweimal die Woche und das seit knapp einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr. Klär uns auf, Marvin. Warum? Was machen wir da? Erzähl doch mal ein bisschen. Was machen wir da? Erzähl doch mal ein bisschen. Wir haben am Anfang, oder der Jonas hatte da am Anfang eine Vision gehabt. Ist die Frage, ob wir jetzt über den Inhalt reden. Nee, dafür haben wir zu wenig Zeit. Ja, dann inhaltlich das nächste Mal. Aber was hat es mit den Treffen auf sich? Wir treffen uns zweimal die Woche, um die Geschichte voranzutreiben. Also am Anfang stand quasi
eine Idee. Das Universum wurde kurz von Jonas in 3 Sätzen beschrieben. Und dann hat man mit Hilfe eines italienischen Herstellers, womit man Romane schreibt, das ist so eine Hilfestellung, um Geschichten aufzuschreiben, das haben wir dann an die Pinnwand gehängt und haben uns zu jedem essentiell wichtigen Punkt, da sind auch so Plots dabei und da muss jetzt der erste Held reinkommen, da der zweite und da muss der Bösewicht reinkommen rangehangelt und dann die erste Staffel sozusagen skizziert per Post-its. Und immer wenn irgendwas uns eingefallen ist zu dem Punkt, wir haben ein bisschen die Geschichte vorangetrieben. Genau, also wir haben geschaut, was muss passieren, damit der rote Faden rund ist, damit die Geschichte rund ist, damit das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und diese Karten, von denen du gesprochen hast, sind im Prinzip eine Art Hilfestellung. Das kann man sich auch selbst auf Post-its machen, aber so war es ganz nett. Unterstützt man ein kleines Startup aus Italien. Wie heißt das für die Leute, die es interessiert? Fabula. Gibt es auch für andere Bereiche. Wir haben jetzt den Bereich für den Roman und ja, ich glaube für den Romanbereich. Ja, das ist jetzt quasi also die Vorarbeit gewesen, um dann das Drehbuch zu schreiben. Und das könnte man auch in so einem Workshop innerhalb von 2 Wochen irgendwie zusammenschreiben, was wir jetzt in einem halben Jahr gemacht haben. Aber da wir das nur nebenbei machen, hat es jetzt so lange gedauert und man muss auch immer wieder reinfinden. Also immer wenn wir hier sitzen und dann 3 Tage nichts damit zu tun hatten, dann ist es wieder schwer, zumindest geht es mir so, da reinzukommen. Netflix und Amazon, die haben dann da so 10, 15 Leute, die dann einen Monat lang nichts anderes machen, als sich zusammenzusetzen und sich sowas auszudenken. Das ist halt schon geil. Okay, ich muss das jetzt hier abwürgen, weil wir sind jetzt fast schon bei einer halben Stunde oder ein bisschen drüber. Für alle, die jetzt traurig sind, dass wir das schon wieder so stiefmütterlich behandelt haben und so kurz nur, dann spreche ich doch mal die Versprechung aus, dass wir mal eine komplette Folge nur über die Webserie reden und wie wir da rangehen und wie wir uns das vorstellen. Auch im Nachhinein dann, wenn es produziert ist oder wie wir es produzieren wollen. Ja, das dauert ja noch. Aber trotzdem unsere Pläne. Kann man vielleicht auch den Kono dazu holen, der auch in dem Projekt involviert ist, und die Jules, weiß ich noch nicht. Ja, also beide zu viert, oder? Das wird ein bisschen viel. Ja, das stimmt. Aber das ist eine gute Idee, dann schreiben wir das doch mal auf, dass wir eine Folge komplett über Emma machen. Und ich habe noch irgendeine Versprechung gemacht für eine andere Folge oder was wir dann nächste Folge behandeln. Ich habe das schon wieder vergessen, dann muss ich mir den Podcast wohl nochmal, ich glaube schon. Na gut. Ja, noch kurz, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Freiraum Media heißen wir auf Instagram und ja, oder wenn schickt uns was. Ihr Ideen habt zu Themen oder ja, Dinge, die euch interessieren, die wir vielleicht beantworten können oder wo wir uns dann auch fragen können im Podcast, was meinte der damit? Oder ja. Genau, dann schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.